Dün, 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 dün. Willkommen zurück zu Medieval Dynasty, dem einzigen Medieval Dynasty mit dem Pleitevogel. Ja, da sind wir wieder. Es ist Freitag, Leute. Ein bisschen spät, aber es ist noch Freitag, ja? Da wollen wir mal dabei bleiben hier. Folgendes. Oh, seht ihr die Sonne schimmern? Wunderschön. Ja, ich komme hier gerade aus der Taverne. Nicht aus der Taverne, aus der Werkstatt. Weil ich habe ein bisschen was gebastelt. Und wir machen natürlich mit unserem, bei unserer Kaserne weiter. Warte, hier ist sie auch gleich gegenüber. Oh, hier muss auch noch eine Brücke hin oder so, ne? Oh je. Das geht ja wieder in die. Naja, lassen wir das erstmal. Wir haben ganz andere Sorgen heute. So, heute geht es um die Deko, Leute. Ein bisschen Deko muss sein. Und darum haben wir. Also ich habe hier schon ein bisschen was gemacht, ne? Ich habe ein bisschen. Hier für die Nahkämpfer habe ich hier so ein paar Werkzeuge und Nahkampfwaffen hingelegt, ne? Hier bei jedem. Und hier stehen auch ein paar Armbrüste rum. Guck mal, das sind alle die ich bei den Räubern gefunden habe. Ne? Die sind alle nicht mehr ganz so gut, aber so als Deko kann man die hier schön hinstellen, finde ich. Ja, was noch? Ja, ich habe hier bei den Tischen. Ich habe die Spielzeugschwerter. Die habe ich hier auf den Tisch gelegt. Warte, kann man die hier überhaupt sehen? Seht euch das an. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Die sind so klein. Und man sieht sie kaum, weil sie so holzfarben sind. Ich wollte sie zuerst hier mit ranhängen oder sowas. Oder dagegen stellen. Aber da sieht man die noch weniger. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann packst du sie hier rauf. Wobei, wenn ich mir jetzt gerade überlege, warte mal, oh Gott. Ich glaube, noch besser ist es, wenn man die so ein bisschen über die Kante legt, oder? Oh, jetzt schmeiße ich die hier schon vom Tisch runter. Das wollte ich doch gar nicht. Komm mal hier, du auch. Komm mal hoch. So. Das ist ja nicht immer so einfach. Ja, so bleibt es noch am Tisch. Jetzt kann man es ein bisschen besser erkennen, aber finde ich. Naja. Der letzte Camper hat das Ding halt einfach da so hingeschmissen. Ja, ich habe hier noch ein paar andere Nahkampfwaffen. Ich habe hier so einen stachelbesetzten Knüppel. Die nehme ich auch immer mit für den Räubern. Die meisten habe ich immer verscherbelt oder sonst was damit gemacht. Hab gedacht, ich packe die mal hier hin. Ein paar Speere haben wir hier noch, ne? Eisenspeere und so, Holzspeere und. Eigentlich habe ich auch noch Bronze. Warte, hier. Ich habe hier auch noch. Kupferspeere habe ich hier noch liegen. Ne, ein paar Pfeile und Messer liegen hier noch drin. Und ja, ein bisschen Holz habe ich hier mit hingepackt. Und einfach so ein bisschen notwendige Deko. Ne, hier liegen ein paar Holzstämme rum. Das waren so die restlichen Holzstämme. Die habe ich hier so zwischengeschmissen einfach. Die Bretter habe ich hier aufgestapelt, fein säuberlich, jedes einzeln. Nein, ich konnte die immer in Fünferstapeln tatsächlich so runterschmeißen. Und dann ging das recht fix. Und dann habe ich die hier so aufgestapelt. Fand ich ganz nett. Ne? Ich finde das immer ganz lustig mit den Brettern, weil die kann man ja doch recht sauber, recht schnell, recht sauber stapeln. Weil wenn man davon irgendwie 5, 6 Stück gleichzeitig runterschmeißt, also immer einzeln natürlich, aber dann rausgeht aus dem Menü, also so XF, 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 XF und dann raus aus dem Menü, dann fallen die alle 5 in genau der gleichen Höhe runter und dann hat man da so ein schönes Stapelchen. Das gleiche ist übrigens auch mit dem Leder. Wenn man das macht, dann hat man auch einen schönen sauberen Stapel. Es sei denn, man wurschtelt da nachträglich noch hin und her, dann kommt da auch so ein Wirrwarr raus, wie hier. Ja, Leute, was gibt es hier noch zu sehen? Hier hinten habe ich noch fein säuberlich noch ein paar Äxte. Bronze-Äxt, Eisen-Äxt, Stein-Äxt. Habe ich hier so ein bisschen rangehängt, ne? Draußen an die Dinger hier. Fand ich auch ganz nett, so weiter. Ja, ach, jetzt wird es langsam Abend auch. Jetzt sehen wir auch die Beleuchtung, die ich hier habe. Ja, hier sind ein paar Hirschschädel und sowas. Ich habe mir noch nicht überlegt, warum. Ich stelle mir das so vor, dass meine Kämpfer, wenn die hier zwei ein Duell machen drinnen, ne, dann müssen die sich so einen Schädel auf den Kopf ziehen. Dann laufen die mit dem Hirschschädel rum. Ja, wir haben hier unsere alten Traditionen im Dorf, ne? Die darf man ja auch nicht vernachlässigen, würde ich mal sagen. Ja, und das ist eigentlich so die Hauptsache, die ich hier gemacht habe. Und so habe ich mir das hier so ein bisschen zurechtgebastelt. Und nun habe ich mir gedacht, deswegen war ich gerade in der Werkstatt. Ja? Ich habe hier nämlich jetzt ein paar Vasen gemacht mit ein bisschen. Krams drinne. Naja, so ganz gut sieht das ja noch nicht aus, wie ich das hier hinkriege. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das nur werden? Kann man die auf den Tisch stellen? Haben die was für einen Tisch? Ich wollte die eigentlich auf den Boden stellen, aber die sind ja eher was für einen Tisch, ne? Na, komm schon. Dann müssen die natürlich hübscher hingestellt werden auf dem Tisch. Die sehen auch ein bisschen groß aus, würde ich sagen.
Ne, ist nichts für den Tisch. Ganz ehrlich nicht. Aber für den Boden auch nicht. Was soll denn das? Wir hatten den Blödsinn erfunden hier wieder. Was soll ich damit? Ja, so sieht das dann aus. Warte mal, ich habe hier doch gerade noch zwei andere Vasen gehabt. Warum sind die denn? Warum hat die? Warum sind das andere Vasen? Liegt das am Kraut? Die sind schön. Mit Löwenzahn. Die kann ich auch hier auf den Boden stellen, oder? Die gehen. Warum sind das denn so nur dünn lang? Die wollte ich nicht. Hätte ich mir vorher genauer gucken sollen. Guck mal hier, da ist jede Vase wirklich anders, ne? Je nachdem, was man da hat. Ah, okay. Okay, da muss man so ein bisschen aufpassen, was man da zusammenbastelt. Da habe ich auch nicht dran. Da kann man ja auch nicht mit rechnen, dass die alle anders aussehen. Die kommen ja aus demselben, aus derselben Vase. Ich habe ja zuerst die Vasen gemacht und dann die. Ah, ja, Leute. Was soll ich dazu noch sagen? Das ist wieder mein PP hier. Ne? Mein persönliches Pech. Bei mir läuft das halt so. Da läuft halt nichts glatt. Ich muss immer die Erfahrung hart sammeln. Keiner, der mir sagt, mach das bloß nicht. Das ist eine blöde Idee, was du davor hast. Mach es bloß nicht. Ich habe einfach niemanden, der mir sowas sagt. Ich muss das immer machen und dann muss ich selber merken, so, oh, was hast du da nur wieder vorgehabt? Ja, und dann habe ich mir gedacht, da stellt man sich die Sachen so dahin, ne? Der Holzbecher ist mir gerade runtergefallen. Den stelle ich mal wieder auf den Tisch. Allerdings falsch rum oder so. Warte mal. So. Die Schale ist ein bisschen... Wow. Habt ihr die zittern sehen? Wenn die zittert, ist schon mal ein schlechtes Ding. Holzlöffel, den will ich. Hm. Oh. Nein. Was mache ich da? Warum? Ja, ihr seht, wie blöd man sich anstellen kann bei sowas. Ja, also ihr braucht nicht denken, dass ihr das. Oh, ihr braucht nicht denken, dass ihr da drin schlecht seid. Ja, wenn ihr mich seht, dann wisst ihr schon, ich kann das ja nun wirklich nicht. Ja, also ich habe da nun wirklich meine ernsthaften Probleme damit. Aber ich gebe nicht auf. Ich mache einfach weiter. Wisst ihr? Einfach weitermachen. Da darf man sich nicht von beeindrucken lassen. So. Und also ich finde, so Blümchen sind nicht total wichtig in der Kaserne, oder? Was gibt es Wichtigeres in der Kaserne als Blümchen? Oh, das sieht man hier kaum. Ich habe hier noch einen Korb mit Schuhen und einen Rucksack habe ich hier noch liegen. Alles Reste, die ich im Lager gefunden habe, kann man ja immer so schön abstellen irgendwie, habe ich mir so vorgestellt. So, ne? Irgendwie. Jetzt habe ich hier so viele Vasen und ich wollte hier noch so viele hinstellen, aber ich bin gerade ein bisschen... unglücklich. Ist unglücklich das richtige Wort? Ich weiß nicht. Die eine Vase rollt gerade weg. Die wichtige. Und die stehen natürlich wieder nicht, weil das diese blöden sind. Diese dünnen. Dünn und lang. Lieber dick und klein hier. Komm, Hauptsache bleibt stehen. Guck mal, die bleibt einfach so stehen. Das ist gut. So mag ich das. Aber die sind echt was eher für den Tisch, ne? Diese Johanneskrautdinger. Aber da halt auch... Oh, guckt euch das an. Was für ein Drama. Bleib stehen. Mach mich doch nicht so fertig hier. Ja. Auch nicht ganz perfekt, aber es steht. Okay, komm, lass es einfach stehen. Bloß nicht anfassen. Weil hier noch ein Blümchen. Weil hier können wir die Johanneskrautdinger auf den Tisch packen. Will mich dabei nicht. Ja, da bleibt das Ding natürlich stehen. Aus 5 Kilometer Entfernung geschmissen, bleibt das Ding stehen. Aber auf dem Tisch da wieder nicht. Wenn ich es hinstellen will, nicht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. So. Es steht. Jetzt muss ich aber auf jedem Tisch so ein Ding stehen haben, ne?
Auf jedem Tisch jetzt einmal Johanniskraut, bitte. Ja. So, jetzt wieder drehen. Aber das mit dem Drehen habe ich schon ganz gut raus, finde ich. Da braucht man auch wieder ein bisschen Übung für, ne? Aber was man kann, das kann man dann auch. Okay. Das letzte. Einmal zack. So. Ja, ich will nur nicht hier den halben Tisch abdecken jetzt. Das ist meine Hauptsorge. Jeder, der sowas selber macht, weiß, was ich meine. Wunderbar. Puh. Nehmen wir das Eisenmesser an. Hol das doch nur ein Stückchen nach vorne, oder? Einmal bücken. Komme ich nicht mehr an die Sichel ran. Okay, okay, ganz vorsichtig. Zack. Los, gut. Die Steinaxt. So, Leute, so sieht das hier nämlich aus. So ist jetzt meine Kaserne. So sieht sie jetzt aus hier. So soll sie sein. Und so machen wir sie weiter. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch noch ein bisschen inspirieren. Mehr wird hier in der Kaserne erstmal nicht passieren. In der nächsten Folge geht das so halbwegs normal weiter. Dann machen wir mal wieder einen ganzen Tag, ne, so eine ganze Folge. Und dann werden wir so ein bisschen, ja, was machen wir da? Wir werden erstmal noch die restlichen Vasen so ein bisschen dekorieren im Dorf. Und mal gucken, was so anliegt. Weil ich habe mich jetzt schon wieder einige Tage hier wirklich nicht mehr um das Dorf gekümmert so richtig. Weil ich hier mit dem Bauen so beschäftigt war. Und da ist natürlich die Sache... Ach, guck an, jetzt rennt sie hier mit Fackel rum. Alruna, schön, dass du auch passt. Wenigstens einer passt hier auch im Dorf. Nee, quatsch mich nicht an. Nee. Geht sie gleich weg. Die geht in den Wald. Was hat sie vor nachts im Wald? Naja, wer will das schon wissen? Ich nicht. Ich will jetzt nämlich auch nur noch eins schlafen. Also, schönes Wochenende, Leute. Haut rein. Ciao.